So, da meine Lieben, begrüße euch zu einem neuen kurzen Video. Ich hoffe, es wird nicht wieder allzu lang. Heute wieder mit dem E-Bike unterwegs und zwar diesmal habe ich ein nettes Platzl gefunden auf Google Maps beziehungsweise mit meiner Software. Ja, das ist ein Campingplatz mitten in Wien. Camping Neue Donau heißt das, glaube ich. Ich werde dann einen Link noch reingeben. Da ist eine super Wiese. Ja, momentan noch nichts los. Ich habe mit dem Besitzer kurz geplaudert. Er ist so nett und so freundlich. Und erlaubt mir da einmal, dass ich da jetzt funktechnisch einfach probiere. Gell? Werden wir schauen, wenn das ein nettes Platzerl ist, dann ist das sicher im Sommer da mit einer ganzen Partie für ein Funkertreffen ideal. Sage ich, ja, da darf man grillen, da darf man übernachten, da darf man zelten. Wie gesagt, das ist die Zeltwiese. Da vorne sind dann die Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile. Gell? Aber das ist jetzt einmal die Zeltwiese und ja, das habe ich entdeckt über Google Maps und habe mir das angeschaut, auch von der Höhenlage recht interessant. Das heißt auch, ich bin da relativ oben am Donauniveau, gell, da drüben sieht man die Hochhäuser, gell, schauen wir einmal da rüber, da drüben ist die Donau-City, gell, und ja, von der Lage her eigentlich ideal zentral in Wien oder fast zentral, nicht ganz, aber ja, nettes Platz, ein Campingplatz halt. Gell? Da gibt es vorhin ein Gasthaus, Restaurant, Kleinigkeit kann man sich kaufen. Gell? Also, wer Campingplätze kennt, der kennt auch diesen Platz. Huch, da ist jetzt. Hier spricht das Internet-Gateway in Österreich mit Verbindungen nach Wien, Tulln, Wilhelmsburg und Pingau. Ja gut, das war der Jingle, Gateway-Kanal, die 36, das ist mein E-Bike. Heute dient es als Mastständer, ja, 10 Meter Mast, diesmal wieder mit Minifed. Schauen wir es an, ob man es da sieht. Ja, Schweifstein, Minifed, ja, dann mein E-Bike dient heute als, ne, als Mastständer, ja, nichts einfach. Nichts einfacher als das, sage ich jetzt einmal, dass ich es rauskriege, einfach hingelegt, das E-Bike, unten einen Schraubenzieher reingesteckt ins weiche Erdreich, ja, und den 10 Meter Masten ausgefahren und da oben einfach mit einer Gummi an den Lenker geschnallt. Mehr ist das nicht. Gell? Und wenn es windstill ist, halt das bombig, mehr braucht es nicht. Gell? Schaut her, da kann man mit der Hand sogar wogeln, da tut sich nichts, solange kein Wind kommt. Passiert da gar nichts. Und selbst wenn jetzt eine starke Windböe kommt, na, dann stellt man maximal das Fahrrad auf. Na, dann soll man es halt aufstellen, brauche ich es nicht mehr machen. Gell? Also da heute meine Grand 2 wieder mit meinem Illobakku. Der andere ist ja in meinem mobilen Gateway verbaut derzeit. Aber der gehört eh wieder einmal ausgelüftet. Da mein Equipment, ja, die Escort BNI ist auch dabei, was zum Trinken, ist immer wichtig. Gell? Wie gesagt, so schaut das heute aus. Gell? Machen wir einmal da große, schöne, große Wiese, Campingplatz. Ein bisschen was stört, ist der Verkehrslärm, weil da daneben ist die Autobahn. Da hinter dem Erdwall ist die Autobahn, das ist ein bisschen unangenehm, aber ja, soll nichts Schlimmeres passieren, sage ich jetzt einmal. Gell? Gut, also jetzt werden wir einmal schauen, ob ich da wieder aufnehmen kann. Vorhin habe ich mit dem Reden gehört. Ja, mal schauen, ob mich da wer aufnehmen kann. Wie gesagt, noch einmal kurz die EasyFed vorgestellt. Da oben ist sie ja auf ungefähr, ich schätze jetzt, naja, wenn der 10 Meter ist, auf 4. So, da war jetzt schon wer. Schauen wir mal, ob sich da wer meldet. So, setze ich mich da in die Wiese. So, da probieren wir es einmal. CQ, kann mich da irgendjemand aufnehmen? Vespa 300 am Fernsprechapparat, Break. Schauen wir einmal, wenn da irgendwer hört. Servus Vespa, begrüße dich, schönen Mittag. Servus Fledermaus, begrüße dich, da ich bin wieder mit dem Fahrrad unterwegs, gell, und hab da eine nette Wiese entdeckt. Auf Google Maps, eine tolle Wiese da mitten in Wien, gell, da dürfen wir in Folge einmal grillen und da dürfen wir übernachten, da dürfen wir zelten, da dürfen wir in die Wohnwagen kommen. Ja, eine nette Wiese. Da sitze ich gerade im Gras und habe meinen 10 Meter Masten ans Fahrrad geschnallt. Ich hoffe, ich komme so halbwegs zu dir rüber, Fledermaus. Mike, zu dir. Schauen wir einmal. Was sagt er? Wo ist er?
Wo ist die Fledermaus? So da, wo ist die Fledermaus? Kannst du mich da nicht aufnehmen, Breck? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder weg. Naja, soll nichts Schlimmes passieren, er wird sich schon wieder melden. So. Servus, Vespa 300, hallo, Fledermaus-Mama. Die Fledermaus-Mama. Servus, Fledermaus-Mama, grüß dich, schon länger nicht mehr direkt gehört. Ja, ich hoffe, du kannst mich aufnehmen. Ich bin da mit dem Fahrrad unterwegs, Donauinsel-Gegend. Hab da eine tolle Wiese entdeckt, wo ich meinen 10-Meter-Masten wieder in die Erde gerammt habe. Gell, zu dir. Schauen wir mal, ob mir die Fledermaus. Na, du machst ja schwer, weißt du, eine gute Stange wirst du schon in die Erde reinbringen. Genau. Oder es kommt drauf an, wie hart ist der Boden. Du, der ist ganz wach. Ja, nein, du hast Voranschlag bei mir. Voranschlag? Super Modulation, herrlich. Ja, ein bisschen komme ich, weil ich bin schon wieder im Gehen, aber ich habe gedacht, muss kurz einhauen. Na, das ist lieb. Da rennt man immer davon. Das ist ein Wahnsinn. Das ist lieb, Fledermaus-Mama. Vorhin war ja die Fledermaus kurz am Rohr, gell, aber die war dann wieder weg. Jetzt habe ich geglaubt, meine Anlage ist kaputt. Nein, die Erden ist da super wach. Das ist eine nette Wiese, gell. Ich habe mit dem Besitzer geredet. Da dürfen wir im Sommer grillen, da dürfen wir zelten, da dürfen wir in den Wohnwagen übernachten, da dürfen wir mit Wohnmobil, ja, also ich will nicht sagen Party feiern, aber da könnten wir einmal einen netten Funkabend da veranstalten, gell. Zu dir noch einmal, Fledermaus-Mama. So, schauen wir einmal. Gibt mir ein nettes Treffen veranstalten. Das ist arg. Ja, na gut, auf sowas habe ich schon gehört. Da gibt es einige so in Wien jetzt schon, so Plätze, wo man das machen darf. Also es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, brandgefährdet, aber so hat man nicht grillen dürfen und das und jenes nicht. Also das war eigentlich rundum da. Also Donauinsel und so, überall hast du da. Und Donaukanal, Fähre, überall hast du so schon machen können. Ja, ja, gibt es einiges so. Fledermaus ist auch da. Wischer, bist du da? Hab ich vorhin gehört. Entschuldige, wenn es da 600 gehabt hat. Alles klar, nein, macht ja, nichts. Alles gut, bin ich da. Ja, nein, funktioniert von deiner Seite. Nein, war. Gut, ja, Flemmer, bin ich auch da. Zu dir. Sehr gut. Servus, Wischer, servus, Maus. Nein, ich habe auch gerade 600 gehabt. Jetzt habe ich mir gedacht, muss ich noch schnell da rein, weil ich gehe ja gleich wieder. Nein, das ist okay, leer. Ich bin ja immer im Stress. Aber ein bisschen habe ich gedacht, muss ich euch sekieren und grüß Gott so. Ja, danke, du wirst grüß Gott sagen, gell. Ich will ja nicht lang aufhalten. Ich wollte einfach nur testen, einmal, ob die Wiesen da, ob der Platz, ja, ob der geeignet ist zum Funken. Ich meine, zum Zelten ist er geeignet und sogar vorgesehen, fürs Wohnmobil ist er vorgesehen, zum Übernachten ist er vorgesehen, ein kleines Restaurant ist auch daneben. Also von dem her ist er alles vorgesehen, nur ich wollte halt wissen, ob er zum Funken auch geeignet ist. Aber anscheinend funktioniert das, gell, Fledermaus. Das heißt, ich höre es mir da gut, gell. Mike, noch einmal zu dir, Fledermaus, Mama, und dann lasse ich dich. So, dann lasse ich es, die Fledermaus. Ja, danke, ja. Ja, kannst du Flema auch sagen, ist genug. Flema, genau. Der Falke sagt immer Flummi zu mir, ne? Nein, Flummi, das ist andere Modulation. Also, nein, weil du kommst super gut ohne. Es ist auf der direkten. Ohne ein bisschen ein leichtes Rauschen, aber das wird die Umgebung sein, aber die Modulation ist einmalig. Vollanschlag und super. Na, sehr gut. Kann man lassen. Na gut, wichtig ist, dass du ein Lokal hast, dass man nicht verhungern jetzt dann da drüben. Nein, ich glaube, verhungern tut man da nicht. Da gibt es sicher ein gutes Bier und ein gutes Papi. Gell? Und man kann ja da, glaube ich, selber grillen und aufstehen. Also, ja, es ist ja fast wie auf einem Campingplatz, hei, gell? Es ist ja fast wie auf einem Campingplatz, nur mitten in Wien, das Ganze, hei, gell? Gut, dann lasse ich die Fledermaus oder Flema, gell? Lasse ich die auf jeden Fall nett, dass wir uns gehört haben. Wir hören uns wieder, gell? Und gefreut mich, dass das so toll auf die Direkte funktioniert, gell? Dann gebe ich es Mike zur Fledermaus, gell? Fledermaus, Mike, zu dir bitte. Schauen wir mal, ob die Fledermaus auch da ist noch. Der hat 600 gehabt. Danke fürs Mikrofon. Ja, nein, funktioniert eins auch. Ja, kann man lassen. Alles gut, aber gut, ich hätte was geht, wenn das da. Ja, ist, ja, aber trotzdem, aber die Flema hört mich. Also, blutmäßig alles gut. Das ist gut. Das ist gut. Also ist der Platz auch nicht nur zum Grillen, zum Übernachten, zum Zelten geeignet, sondern offensichtlich auch zum Funken. Gell? Ich bin da mit dem Rall hergerallt, habe kurz mit dem Besitzer geredet, der hat mir das freundlicherweise erlaubt, dass ich da meinen 10-Meter-Masten aufbaue. Und werden wir schauen, ja, ob sich da was ergibt. Vielleicht organisiere ich da im Sommer was. Gell? So, schauen wir. Alles klar, jetzt sind wir mit Tullen aufgegangen. Wollt ihr was sagen in Tulln? Bitte schön. Wo ist der Tullner?
Alles der Toll, ne? Schreib mir nochmal kurz, ich sag Tschüss, ciao, bis zu 73 und wische euch auch. Ich mach jetzt kurz Anruf. Gute? Ciao, ciao. Ciao, ciao, Flemma, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, Papa. Ja, danke, mich auch. Ich hab wenigstens einmal eine Stimme gehört. Und ich habe auch gedacht, da kommt wieder keiner, weil gestern irgendwann war einmal keiner. Und vorgestern war das schon. Nein, nein, passt. Also, alles super, was du da gemacht hast. Und na, sehr gut, das freut mich. Jetzt kriegen wir. Gut, dann lasse ich das Mic einmal von meiner Seite frei. Ich wollte nur wissen, ob das da funktioniert. Vielleicht möchte ich ja noch einer, gell? Ich gehe noch einmal ein bisschen da mir den Platz angucken, gell? So, gut, also, ihr seht. Ihr seht, dass das hier funktechnisch auch erst reingeht. Ja, ich werde es dann noch auswerten von der Reichweite. Wie gesagt, da oben Minifed heute. Die ist wirklich spitzenmäßig für die kleine Antenne. Da schauen wir mal, ob wir es reinkriegen und ob wir es scharf kriegen. Heute kein Lüfterl. Herrlich windstill. Das ist für Wien eigentlich total untypisch, dass so windstill ist. Aber sind wir froh. Ja, da heute Mastbefestigung, das ist der 10 Meter Mast von DX-Weier, der kompakte. Der passt hier hinten super ins Bastkörbchen. Mein Analyzer, ohne den verlasse ich nicht mehr mein Haus, so wie andere nicht ohne Smartwatch oder Autoschlüssel das Haus verlassen. Genauso gehe ich mit meinem, also ohne Analyzer nicht mehr raus. Da mein E-Bike, schon über 1000 Kilometer abgespult damit. Ich glaube 1100, ja. Und mir ausreden, jetzt im Winter war halt nicht viel los. Da ist mein restliches Equipment zum Trinken. Strohhut, den werden wir heute auch nicht brauchen. Nicht unbedingt. Sonne kommt nicht wirklich raus. Da haben wir meine Beanie S-Cord heute mit der Highflex-Antenne. Also nichts selber abgestimmte. Gummiwurst habe ich zwar mit, aber ja, da mein Bastkörbchen. Ohne Bastkörbchen wäre das alles nicht möglich. Ja, da habe ich die Halterung sogar drinnen für die Grand. Ja, ganz primitiv mit Kabelbinder zugeschnallt. Ja, Kabelbinder, Halterung und da ist meine Masthalterung heute. Wenn es windstill ist, ja, schauen wir einmal. Wenn es windstill ist, dann halt es. Da kann man rütteln und schütteln, was man will, da tut sich gar nichts. Also von dem her passt es schon. Ja, mehr braucht man nicht. Wenn man mit dem Radl unterwegs ist, hat man quasi den Mastständer immer mit. Ja. Was? Was hat er gesagt? Jetzt habe ich das habe ich jetzt nicht verstanden, Kollege. Das habe ich jetzt leider nicht verstanden, Kollege. Ja? Was war das? Was war das? Das habe ich leider nicht verstanden. Noch einmal bitte, Kollege. Schauen wir noch einmal. Ja. Ah, das war eine Überreichweite, habe ich jetzt gehört. Wer hat das jetzt gesagt, das war eine Überreichweite? Kollege, bitte komm mal für die Vespa 300, Break. Schauen wir mal. Ganz genau, Kollege, ich höre dich da ganz leise, ganz leise. Ich habe nur gehört, im Raum Otterkring, ich bin da mit dem Fahrrad unterwegs. Aber momentan Standmobil. Ja, wo bist denn du da? Bist du da auch irgendwo im Freien oder stehst du mit der Handgurke am Balkon? Zu dir noch einmal, zum Kollegen nach Otterkring, bitte. Schauen wir einmal. Heimstation, ganz eine große Station, bin da im Raum Sena Maria. Also fast so am Fuße des Wilhelminenberges. Hör dich eh, ist das auch. Wir haben eh schon miteinander gesprochen. Ah, jetzt fahren wieder die Bäre. Ja, also Kollege, jetzt habe ich dich ganz leise im Hintergrund gehört. Ja, da, wir haben schon mal miteinander gesprochen, hast gesagt, aber deinen Skip habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, noch einmal bitte, du bist am Fuße vom Wilhelminensberg, habe ich gehört. Noch einmal zu dir bitte, wie ist dein Skip? Wir haben jetzt miteinander
Ah, der Cherry 16. Ah, Cherry 16, glaube ich, oder so, gell? Cherry 16. Und ich habe da einen Tipp wegen einem WLAN-Draht. Das habe ich jetzt irgendwie falsch verstanden. WLAN-Draht, war das jetzt richtig? Noch einmal zu dir, bitte. Das war der WLAN-Draht. Da habe ich dann im Martin noch gesagt, mit einem gewissen Fledermaus. Ich habe mir den Draht dann besorgt, der vom Modem Laptop reinstecken und seitdem dürfte es besser gehen. Na sehr gut, Cherry 16, na super, ja, gefreut mich, dass der Typ geholfen hat, auch wenn ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern kann, aber macht ja nichts, Hauptsache es hilft. So, da war jetzt ein Break, Break bitte kommen. Schauen wir mal, wo ist das Break? Wo ist das Break? Ja, wo ist das Break? Break bitte kommen. So, nein, mag er nicht mehr das Break. So, Cherry 16 da im Raum, Otterkring. Sag einmal, wie komme ich denn da eigentlich zu dir rüber? Wie kannst du mich empfangen? Zu dir nochmal. Fast mit voll. Ja, ich bin noch nicht ganz unten beim Ölhafen, aber ich bin so auf Höhe Südosttangente. Also dort, wo die Südosttangente quasi ist, ein paar hundert Meter noch weiter runter. Dort bin ich, gell? Mit einem Wort, der Fahre los oder weiter runter. Da, wie weiß ich, wie man jetzt schnell hat, holt man ein Händelchen. Okay, das ist die Zeit. Mein Adeparadies ist weiter unten. Nein, sagt mir jetzt nichts, aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wo du meinst. Nein, ich bin auf Höhe, ich weiß nicht, wenn du den Kaisermühltunnel Richtung Labau fährst, ist er dann irgendwann auf der linken Seite so eine Shell-Tankstelle, gell? Auf der linken Seite kommt eine Shell-Tankstelle und auf der Höhe von der Shell-Tankstelle bin ich ungefähr, gell? Schauen wir mal. Alles klar, nein, es freut mich auf jeden Fall, dass ich da bei dir fast Vollanschlag habe. Ich kann dich da leise aufnehmen, ja. Ich verstehe dich, ja, ich muss mich jetzt ein bisschen anstrengen, aber es geht, gell. Und es würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder einmal hören würden, gell. Gut, dann lasse ich Mike jetzt von meiner Seite her frei und sage, wünsche dir einen schönen Nachmittag, gell, Cherry 16. Bis dann, Papa, hat mich gefreut. So. Genau. Vielleicht macht der Werner was oder der Maxi. Wäre schön, wieder ein Fressen. Ich war vor ein Jahr beim Roten Hirsch, so war das damals. War ein ganz anderes Fressen, aber ist schon mindestens 4-5 Jahre her. Gut, dann auch. Gehen wir in die Luft, alles ist frei, gell? Servus, vierte. Danke, Cherry 16, hat mich gefreut. Ja, beim Roten Hirsel war ich letztes Mal vor 4-5 Jahren dabei, war recht nett. Vielleicht, ja, organisieren wir her was. Vielleicht organisiere ich was, weil, wie gesagt, ich habe da jetzt den Platz da entdeckt. Ja, nettes Platzerl, kann man übernachten. Grillen darf man da, funken, alles. Gell? Gut, also dann, ciao, ciao. Am Mikrofon war meine Gelingfügigkeit, die Vespa 300. Vierte. So. Naja, dann.
Nein, das geht gar nicht. Wenn du keine Fahrtüchtigkeit hast, dann darfst du sogar im Auto schlafen, gell? Nein, aber da darf man ganz regulär übernachten. Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Ja, es gibt Stromanschluss, es gibt Wasser, es gibt ein kleines Lokal da innen. Ja, also von dem her ist das Übernachten ja direkt da erlaubt oder gewollt sogar. Man muss ein bisschen was zahlen, umsonst gibt es nichts, ja. Aber es ist nicht so schlimm, gell? Also gut, dann Mike von meiner Seite auch ebenfalls frei. Pfiat dich da. Ja, ganz genau, da hast du recht. Pfiat dich dann, ciao, ciao. Ja, was ist denn das für ein Befunkel, was es jetzt? Ja, das ist viel zu leise, hörst du. Und zu schwach. Also das ist grenzwertig. Das ist grenzwertig. Ja, nein, weißt du, du bist wahnsinnig leise. Also du hast einen guten Esswert, aber wahnsinnig leise. Das muss ich mir mal anschauen, weil wie gesagt, das muss ich mir anschauen. Wie weit bist du von der Hautkurten weg? Schau, dass du alle wirklich beim Mikrofon bist. Bei der Hautkurten. Bitte schön, ja, das geht ja, bitte. So, jetzt ist der Restart besser hier. Servus Werner, grüß dich da. Gut, Schere 16, komm noch einmal bitte, weil vorhin habe ich die wirklich sehr leise gehört. Ja, ich habe wieder einmal den Ems nicht ganz aufgedreht, gell? Das ist mein Fehler gewesen. Jetzt müsste es ja besser gehen. Rüster zu dir. Ja, jetzt höre ich dich schon lauter, aber jetzt ist schon fast ja, irgendwie ein bisschen übersteuert. Servus Werner, was meinst du? Ist das nicht schon ein bisschen zu viel zu dir, Werner? Ja, ja nein, das passt schon. Nein, wie gesagt, das hat mich gewundert, dass ich da die Handgurten oder das Gerät nicht funktioniert. Das gibt es normalerweise nicht. Weil, wie gesagt, das ist, ja, das ist so leise gewesen, das war Wahnsinn. Also, wie gesagt, jetzt, was hast du ganz aufgedreht von der Kiste oder Dings? Da darf ich nochmal sagen, Schere 16. Jetzt schnappt mein Dings macht jetzt zu. Ist mir gar nicht aufgefallen, nur dass ich halt leid war. Danke für die Info. Na, jetzt geht's besser. Ja, nein, wie gesagt, jetzt kannst du ruhig ein bisschen das Mäckchen still gesagt, dass es ungefähr 3/4 ist, dann ist es passt nicht, wird schon fast ein bisschen zu laut. Ja. Aber es passt, es haut sich mit der Moderation, es haut schon hin. Ich bin lieber ein bisschen weiter weg, 30, 40 cm ist mir lieber. Jetzt höre ich dich besser. Alles, was du mir dumm drehst, kann nicht gut sein, da los ist wie es ist, gell. Ich bin nicht der Tagoppert, dass ich alles um mich umtrage. Wenn ich mich nicht ausgehend lasse, ich lieber stehe, dann bin ich halt leise, gell? Okay. Danke, Werner, und schöne Grüße, schönen Tag auch, gell? Und was denn? Jetzt wird's wärmer. Ja, jetzt ist wirklich warm. Jetzt ist warm. Ja, Gott sei Dank. So, bitteschön. Vespa 300 zu dir. Jetzt wird es einmal relativ gut hören. Ja, danke fürs Mikrofon. Ja, jetzt höre ich deutlich besser. Vorhin war ein bisschen zu laut, da hat mein Squelch oder mein Grenz 2 hat zugemacht. Gell? Das war ein bisschen zu, vom Hub ein bisschen zu stark. Aber am Schluss ist dann super gegangen. Also kein Vergleich zu vorher. Gell? Nein, hat jetzt tadellos funktioniert. Wie komme ich denn zu dir, Werner? Gell? Weil, wie gesagt, ich habe da vorhin mit der Flemmer geredet, ich habe da ein nettes Platzerl entdeckt. Gell? Eine schöne große Wiese. Ich schicke dir dann ein Foto, wo man grillen darf, wo man übernachten darf, wo man mit dem Wohnmobil rein darf, wo man mit dem Wohnwagen rein darf, mit dem Zelt schlafen, grillen, alles mögliche. Ein Restaurant ist dabei. Also quasi ein Campingplatz, das Ganze. Gell? Und vielleicht können wir da einmal eine Session, ein Treffen organisieren im Sommer dann, wenn es eine richtig schöne, laue Nacht ist, gell, mit 2-3 Bier. Zu dir, Werner. Ja, kann man sagen, fast Feuerschlag. Also, die Moderation haut hin, das ist wenigstens ein gescheiter Parkplatz, ein gescheiter Platz, wo man gescheit quatschen kann, weil da kommst du wirklich einwandfrei drüber. Super. Das ist pipifein bei der beim Ghetto, wie auch gesagt, nein, also es haut auf jeden Fall hin. Sehr gut. Sehr gut.
Sehr gut. Also das ist nicht nur ein Platz zum Chillen und zum Übernachten, sondern auch zum Funken. Ja, ich habe mir das auf Google Maps angeschaut und der liegt da relativ hoch, gell? Das ist der Platz, wo wir einmal geredet haben vor ein paar Tagen, wenn du dich erinnern kannst, gell? Der Platz, du weißt, welchen ich meine, wo man dann da hinten, wenn man da ist, auf der Wiesen ein bisschen erhöht ist. Zwar ein bisschen die Autobahn daneben vom Lärm her, aber das macht nichts. Gell? Nach drei Bier hört man die eh nicht mehr, die Autobahn. Hei. Und da geht es nämlich offensichtlich funktechnisch auch sehr gut. Gell? Zu dir nochmal, Werner. Wenn du dort auf dem Parkplatz bist, wo normalerweise früher die Dickschanten sind, die vorher eigentlich die Raffinerie stoßen, wo die Tankstelle auf der linken Seite genau. Fährt die Gassen rein und dann auf der rechten Seite kommt der ganze Weg laufen. Wenn du laufen fährst, dann bist du leicht erhöht. Wenn du dort bist, wie gesagt, auf dem alten Parkplatz bzw. Dingsplatz an und für sich, dann geht das einwandfrei. Ich weiß, weil da war ich schon öfters dort und mit der Firmenwagen und so weiter und da hat es eigentlich super funktioniert dort oben. Ja, ganz genau. Das ist das Platzerl, gell? Und ich habe mit dem Platzbesitzer geredet und der hat mir freundlicherweise jetzt erlaubt, dass ich da einen 10 Meter Masten aufstelle. Und ich werde dann nachher noch mit ihm reden und vielleicht können wir organisieren im Sommer einmal was, so was der kleinere Gruppen, engerer Kreis. Natürlich darf jeder kommen und da können wir einmal da ein bisschen eine längere Session machen, gell? Ja, zu dir nochmal wieder. Ja, das ist der alte Campingplatz. Ja, du, wie gesagt, kein Problem. Der wird sicherlich sagen, ja, weil er ist ja damit interessiert, dass er da oben auch noch für sich ein paar Leute aufkriegt. Und deswegen sage ich, das ist spitzenmäßig. Also, wie gesagt, da sind auch für deutsche Stationen drauf oder Wohnmobile. Genau. Aber das geht schon da oben. Das ist klar. Genau. Ganz genau. Da sind viele Wohnmobile, deutsche Stationen, Urlauber, die da wahrscheinlich einen CB-Funk im Wohnmobil eingebaut haben und von da geht das spitzenmäßig. Na fein, sehr gut. Ja, da reden wir noch, gell? Ist ja noch ein bisschen Zeit bis in Sommer. So. Ja, ein bisschen wärmer wird, weil es momentan ist es wärmer, aber wie gesagt, auf Stachel auf, ich möchte trotzdem nicht. Nein, so, muss nur nicht. Da ist doch ein bisschen frisch und ein bisschen Wind geht auf. Wie gesagt, bei 8 oder 10 Grad ist doch ein bisschen pushy. Ganz genau, richtig, Werner. Nein, das geht spitzenmäßig von da. Gut, dann lass ich es Mike frei. Vielleicht möchte ich ja noch einer und will noch einer reden. Gell? Hat mich gefreut, dass ich da beim Jerry 16 in Otterkring fast mit Feuanschlag bin, quer über Wind drüber. Aber das geht halt mit einer gescheiten Antenne, einem gescheiten Mast und erhöhten Standort geht das super von da. So. Das müssen wir auch mit der Handkarten gehen. Gell? Schauen wir mal. Ich sage, gut ist, dann Mike ja. Frei. Mike zu dir und du ein bisschen Dings. Ich brauche dich fragen, mit was ich umkomme, weil ich glaube, ich habe fast Sichtverbindung. Ja, also du kommst da um mit 9 plus 30. Ja, 9 plus 16 kostet nicht, aber 9 plus 30 hast du Werner. Und Modulation UKW. Ja, na, der ist ja das Wurscht. Ich meine, mir ist richtig der Radio. Der ist wird den kann man sich kaufen, aber 9 plus 30 ist. Ja, logisch. Oder ist es 9 plus 10? Ja, also ziemlich stark. Das ist ganz fern, da oben in 21. Ganz genau. Gut, Mike, frei von meiner Seite jetzt einmal vorerst. So. Schauen wir mal. Ich kann Ihnen auch alles Gute wünschen. Da in Westport, das ist die alte, das wäre das ideal. Ja, glaube ich, vor 4, 5 Jahren. Ich glaube, du hast das organisiert, damals mit den roten Hirsen. Ja, das war nett. Danke. Danke, Jerry. So. Heimwerkertag. Gut, ihr seht, es geht da spitzenmäßig auf dem Campingplatz. Ja, Campingplatz. Oder Camping Neue Donau heißt es, gell? Und ich werde dann nachher noch mit dem Besitzer reden, ob ihm das recht ist, wenn wir da, jetzt weiß ich nicht, ein paar Leute aufkreuzen.
natürlich schon das bezahlen, was wiegt. Ja, Übernachtung zahlen wir schon für Zelt oder ohne Zelt. Und von dem her, ja. Antennen machen wir dann, wenn es so genau. Ein bisschen wärmer ist. Ich hoffe, dass dann nächste Woche oder übernächste Woche oder bis nächstes Monat, es ist eh schon dann nächstes Monat, nächste Woche, dass dann da wärmer wird und dann können wir das Ganze auch organisieren. Hallo, es trennt sich nicht. Ich sehe, es geht eh gut und wenn ich was vertrauen tue, dann ist ja. Jetzt geht super. Vorhin ist das viel leiser gegangen, fast dass ich nichts verstanden habe. Danke. Es gibt ja genug Schwarzhörer im Hintergrund. Hey. Grüß Gott, schön. Servus, Sherry. 16.73, schönen Nachmittag. Servus, Werner, Mahlzeit. So. Gut. Servus, Maxi, Mahlzeit. Tschüss, Überbaschung. Schauen wir da mal rauf. Da hinten ist die Autobahn, gell? Da werden wir jetzt einmal raufgehen, wenn ich da raufkomme, ohne dass mich da oben schmeißt. Also wie gesagt, guter Standort an sich da hinten, Donausitte, schauen wir einmal. Donausitte da hinten, Autobahn, ist halt ein bisschen ein Verkehrslärm da, gell? Aber was so ist, ja. Wien ist halt eine 2 Millionen Großstadt, da kann man nichts machen, gell? Und von dem her, ja, gibt es immer wieder nette Plätzchen, so wie hier. Ja, und da schauen wir jetzt runter. Gut, wollte ich euch nur noch einmal zeigen. Ja, mit dem Fahrrad findet man immer wieder nette Platzerl, obwohl da dürfen wir ja sogar mit dem Auto rein. Gell? Das ist die Zeltwiese Camping Wien. Ja, Donau, glaube ich, heißt das. Oder Camping Donau Wien oder so. Ich verlinke das dann, gell? Gut, liebe Leute, lassen wir es gut sein. Diesmal werden wir es nicht 2 Stunden machen, das Video, sondern jetzt machen wir Schluss. Auf jeden Fall, es funktioniert von hier oben auch tadellos, gell? Pfiat euch, vielleicht gibt es im Sommer dann ein Video von genau diesem Plätzchen hier, ja? Mit einem Griller, ein paar netten Jungs dabei und so weiter und so fort. Pfiat euch, hinterm iPhone war wieder meine Geringfügigkeit, ja? Der Andi aus Wien, die Vespa 300. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.